Willkommen meine Damen und Herren, zurück zu Let's Play Terraria. Wieder in der bekannten Welt, wo sollte ich sonst sein? Auch wieder mit der Webcam, an der gerade eine Fliege entlangläuft. Weg da. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Man hört die Musik ist ein wenig anders. Ich habe jetzt wieder ein neues Music Pack drauf gemacht. Und zwar nicht ein ganz besonderes, ich habe es selbst erstellt. Dazu brauchen wir so ein Programm, dann geht das. Ist ein bisschen schwierig, also sollte sich am besten irgendwie gucken, ob man im Internet ein Tutorial findet. Wenn ich hatte da, kann ich ja mal sagen, wenn ich Terraria Music Pack eingebe, das erste Ergebnis ist so eine Person, die mehrere Music Packs gemacht hatte und die hat irgendwo am Anfang sich bei einem anderen Nutzer des Forums bedankt und wenn man den dann anklickt, dann kommt man auf eine Seite, wo erklärt ist, wie man Music Packs herstellt. Das einzige Problem dabei ist dann noch, dass die Reihenfolge, in der die Titel sein muss, alt veraltet ist. Das ist noch eine recht frühe Terraria-Version, die hat nur 7 Soundtracks. Das ist ja jetzt, jetzt im Moment sind es noch, sind's ja schon 13 Tracks. Werden wahrscheinlich noch mehr werden bei dem großen Terraria 1.2 Update. Ich spiele immer noch in der 1.1.2, denn die Entwickler haben das große Update nochmal verschoben auf Anfang September, kann das dauern. Und ja, fliegen überall. Ich benötige noch Seelen, soweit ich mich erinnere. Ja. Und das dauert dann noch eine Weile. Und die Sache ist halt die, ich würde rein theoretisch dieses Projekt beenden, sobald, ich müsste das ja mit Slams auch funktionieren. Kannst ja mal probieren. Tendenziell würde ich dann das Projekt beenden, weil mit der 1.2 wird sich so viel neues Zeug dazu kommen, dass da wird sich ganz Terraria komplett auf den Kopf stellen. Ja. Das finde ich fast schon ein bisschen fragwürdig, weil für mich ist das jetzt noch in Ordnung, aber für die, die Terraria noch gar nicht kennen, ist es dann vielleicht sogar schon etwas zu viel. Ich gehe mal kurz ein bisschen Geld holen, weil ich nicht glaube, dass das, was ich habe, reicht. Ja, kaufe ich mir mal das Elektrowerkzeug. Da gibt es den Wrench, um Kabel zu platzieren. Den Cut. So viel kostet der. Den Cutter, um es wieder zu entfernen. Dann noch das Kabel selbst. Ja. Wie gesagt, wurde jetzt halt verschoben. Cutter und. Na, das geht relativ günstig. Ja, würde ich sagen, das reicht erstmal für den Anfang. So viel Papier verschwindet man davon auch eh nicht. Dann müsste ich jetzt in die Höhle gehen. Was gab's noch zu sagen? Ja, zu dem Music, gehen wir mal zu dem Music Pack. Wem es vielleicht auffällt, die Musik entstammt von einigen Spielen und teilweise auch Filmen. Und wurde alles zusammen. Kommt, stammt alles zusammen aus dem Spiel Unterwegs in Düsterburg. Sammeln wir mal ein paar Mushrooms ein, die wir die später noch brauchen. Garantiert. Und ja. Habe ich jetzt halt mal so eine Playlist zusammengestellt, so eine. Das will ich ja nicht haben. Eine Wavebank heißt das ja, die Datei. Au. So. Na komm, machen wir das Loch mal wieder zu. Ich kann leider nicht bei allen Titeln sagen, aus welchem Spiel die ursprünglich herstammen. Zum Beispiel das hier ist mir leider relativ fremd. Manche stammen auch von Filmen, also das ist.
sind halt alles in MIDI-Datei konvertiert worden und ich hatte jetzt kein großes Interesse, sie umzukonvertieren. Gut, man musste in WAV-Dateien umkonvertieren, um sie zur Soundbank weiter zu verarbeiten. Aber ich habe es halt wirklich dann einfach nur Audacity quasi neu aufgenommen. Also ich habe jetzt keinen Konverter verwendet, der dann den Sound groß hätte ändern können. Naja. Die Hello Music kenne ich leider auch nicht mehr genau. Standen da eigentlich? Ach ja. Und die normale Tagesmusik, die man hier hört, weiß leider nicht mehr, wo die herkam. Kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr. Ja, ne. Sagt mir nichts. Das ist ja alles Underground Corp, das bringt mir nichts. Nee, die kenne ich leider auch nicht. Mal sehen, der Hello war hier. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt die beste Tagesmelodie, aber soll so ein bisschen das Unterwiesen-Düsterbock-Feeling erzeugen. Für all jene, die das Spiel kennen. Ich hab dann auch versucht, wirklich zu gucken, dass ich die Lieder umverwende, die auch im Spiel selbst vorkommen, weil ich glaube, manche von den Sachen, die in dem Ordner waren, werden gar nicht verwendet. Leider hatte ich das Spiel schon dem Zeitpunkt schon durchgespielt, weshalb ich mich nicht mal an alles erinnern konnte. Hätte ich eine vernünftige Fernkampfwaffe. Oh, ich wurde langsam gemacht. So. Ich frage mich, was ich eigentlich mache. Ich brauche nämlich nur was, und zwar... Ja, Close, ganz genau. Eine Druckplatte in irgendeiner Farbe, mir fehlt genau eine Silbermünze. Das fliegen Nerven. Ja, nehmen wir mal eine graue. Das Problem ist, ich kann ja auch nichts gegen machen, weil auf meinem Schreibtisch fliegen die immer an Orte, wo ich nicht draufschlagen will. Desktop, also Bildschirm, Tastatur, Maus, meine Brille. Ich habe schon manchmal auf der Hand geschlagen. Ich war schon manchmal froh, wenn die auf meine Hand gelandet sind und hab dann da drauf gehauen. Hat aber weh getan. Und getroffen habe ich sie auch nicht. Ein Einhorn. Oh Gott. Dieses Werkzeug. Scheint aber auch zu gehen. Los, brenn zu Tode. Oh Gott, geh weg. Oh, geh jetzt mir raus. Ah, verdammt. Das ist ziemlich mies, wie die da drin stecken. Tut einfach mal so, als wäre das eben nicht doppeldeutig gewesen. Ich bin schon wieder langsam. Na komm. Ah, Super Mario. War hier? Nee, hier war nicht der Eingang, oder? Aber wo sonst? Nee, hier war es nicht. Muss ich dazu sagen, es war schon eine Weile her, als ich letztes Mal gespielt habe. Ach Gott. Ja, bleibt da drin. So.
meine, da war dann noch dieser Urlaub dazwischen, wo ich 2 Wochen lang weg war. Bam! Bam! Bam, bam! Oh Gott. Ja, da liegt noch was. Nee, jetzt ist mir echt zu viel. Okay, der Pilz. Jetzt bin ich nicht sicher, ob man das in der Aufnahme sieht. Zeigt mir an, dass ich einen neuen Gegenstand in meinem Inventar habe. Also Steam zeigt mir das an. Das war, ist ja irgendwie jetzt so eine komische Sammelkartenaktion. Ich habe auch schon 6 oder 7 Stück davon. Aha, backen in der Wand rum. Muss mal angucken, was das für eine Sammelkarte ist. Ja, da hätte ich mir von so ein Ding mitnehmen können. Okay, die Musik kenne ich, aber auch nur, weil der Name da drauf stand. Das ist von Castlevania. Das kann man gut verkaufen. Aber von Castlevania 64. Stairway to the Clouds. Also da stand jetzt nicht drauf, das habe ich dann nachgeguckt. Da stand nur Stairway, deswegen. So, jetzt ist die große Frage, wo möchte ich das hin? Eigentlich ist es ziemlich egal, es muss Hauptsache in der heiligen Untergrund sein und ich bin im heiligen Untergrund. Ja, okay, voll geil. Also irgendwie ist das Sinnlos, was ich jetzt mache. Ich muss jetzt einfach irgendeinen Punkt finden, wo ich hin kann. Also, wo ich mich niederlasse, mehr oder weniger. Machen wir mal hier. Wird ein halbwegs großer Raum sein. Falls das Ganze nicht funktioniert, kann ich das später dann noch für die Häschen verwenden. Also ursprünglich sollte das Ganze ja mit Häschen stattfinden. Das Kobalt. So. Ja, ich denke, das muss jetzt reichen. Doch. Ich hoffe, das nimmt hier unten drauf keine Auswirkungen, weil sonst bin ich. Obwohl der Blutmond ist für mal für die Häschenscharte benutzt sogar noch praktischer. Weil für gewöhnlich verbraucht man bei der Häschenstatue basierende Seelenfarm noch Wild Mushroom. Pilze, oder besser gesagt das Pulver, was von den Pilzen entsteht. Und das ist dann hier in dem Fall anders. So. Jetzt brauche ich 3 davon, 2 dorthin und 1... dorthin. So, jetzt brauche ich mal den Wrench. Oder warte, ich platziere erstmal die Trockplatte etwa hier hin. Und da steht er. Jetzt mache ich den Wrench und platziere das Kabel. So, verbunden. Da guck, jetzt waren schon die Slimes. Okay, es ist genau das, was ich befürchtet habe. Sie fallen nicht durch die Plattform durch. Und ich werde dann hier erstmal die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Euer Zauberwürfel-Gamer.